Weil ich sehe hier auf jeden Fall einen Arbeitslosen im. So. Jetzt schicke ich nochmal Squad 3 los, um den letzten Schatz zu besorgen. Und ja, die Anzahl an Gold. Dungeon-Bevölkerung. Ich habe doch nur noch einen freien Platz übrig. Es brauche ich eigentlich fast. You have reached your maximum population. Genau. Der tut hauptsächlich Schamanen ausspucken. Wahrscheinlich gerade die Einheiten, die ich überhaupt freigeschalten habe, spuckt er aus. Aber hauptsächlich solche Einheiten, die hier auch ausgebildet werden können, ganz selten mal. Hallo Rattenmensch. Ich mag die Details vor allem bei dem Spiel. Dass da mal ein Rattenmensch aus der Kanalisation guckt. Also ja, was ich sagen wollte, dass man hauptsächlich Einheiten bekommt, die in der Spelunke auch ausgebildet werden können. Also die hier. Viele Einheiten fehlen ja eigentlich gar nicht. Naja, okay, ich glaube nicht, dass das Roster dann voll ist, wenn das hier voll ist. Dementsprechend würden gerade mal nur noch 5 Einheitentypen fehlen, aber ich glaube, es sind ein paar mehr. Gut. Oh, da ist sogar ein Schamane, Agro. Gut, sind alle Truppen wieder bereit? Oh, und wir haben genug dafür. Ja, sehr schön. Zorn lässt langsam nach. Okay, ich bilde mal einen neuen Trupp. Und den bilde ich mal aus diesen seelenlosen Einheiten, wie sie laut Steam genannt werden. Und dich da. So. Rüstung. 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 Und noch eine Rüstung. So. Wenn die alle abgegradet sind, dann gehen wir mal wieder los. Die Wut dürfte gerade noch so reichen. Das willst du doch du, jawohl. Okay, dann alle mal ab zum Archäologen. Der läuft schon mal vor. Oh, ich sollte auch noch die Küche besetzen. Heroes are entering your dungeon. So, und für den Fall, dass Helden zu weit durchkommen, schicke ich mal die ganze Meute hier, die sich hier in dem Dings sammelt. Ja, du wirst einfach vergiftet und jetzt stirbst du. Sehr schön. Mehr Materialien für uns. Pilze mal wieder umwandeln. Weil Materialien werden wir irgendwann brauchen, um die Fallen neu zu setzen, wenn sie aufgebraucht sind. Okay, neue Helden. Was ist das? Eine Flöte spielende Magierin? Ach stimmt ja, die haben wir glaube ich schon mal gesehen. Ja, ich finde zum Level 3 kommen reicht's, wenn man in der Außenwelt moscht. So, noch eine Karawane, ein Lager. Das war mal ein bisschen besser verteidigt. Oh, und wir werden von der Seite aus angegriffen. Das geht ja mal gar nicht. Du zieh dich mal zurück, Skelettkrieger, bevor du drauf gehst. Oh, er ist schon drauf gegangen, oder? Nee, er lebt doch gerade so. Jetzt nicht mehr. Okay, Squad 4 ist für den Allerwertesten. Ganz, ganz ehrlich. Da verheizt sich einfach mal ein paar Schamanen.
Squad 4, bitte hierher porten. Oh, da sind noch mehr Gegner. Du kannst ja aber trotzdem mal alle mit Rüstungen wenigstens ausstatten. Um ihre Überlebenschancen wenigstens ein bisschen zu steigern. Wobei ihre Wut gerade auch nicht ganz so gut aussieht. Deswegen erstmal bald zurückziehen. Dann Squad 1 und Squad 2. Squad 3 und Squad 4. So. Dann schicken wir erstmal 1 und 3 Essen. Ja, dafür hat sich die zweite Küche definitiv gelohnt. So, einen von euch rausschmeißen, die Hexenmeisterin da rein. Essen gehen. Ach, und weil ich gerade so viel Materialien im Überschuss habe, gebe ich den auch gleich bei allen Rüstungen, welche ich sie dann ja mal ersetzen muss. So, wieder Materialien umwandeln. Die Feuerballfalle, da könnte ich theoretisch schon ersetzen. Durch eine neue. So, genau. Guckt euch mal das da. Das ist ja meine böse aussehende Falle. Das ist einfach nur ein Oger, den sie die Mauer einbetoniert haben. Heißt das Ding nicht sogar... Nein, Trollon. Was? Trollidon-Atem. Okay. Das ist ja mies. Das ist ja echt mies. So, sind meine Trupps wieder alle auf dem Damm. Jo. Trupp 4. Trupp 3. Trupp 2. Trupp 1. Baal. Out of the pit into a hellhole. Gut, wie sieht's aus? Der Archäologe liest. It depicts an ancient poem describing a crypt visited by young lovers, where they would rub a certain urn to bless their union. Nothing about the actual location of the crypt, though. The search goes on. Ja, fragwürdige Sachen, muss ich ehrlich sagen. So, wie weit müssen wir denn noch laufen? Das Gebiet ist ja riesig. Oh, das ist mal schön, einen Schreckensfürsten zu bekommen. Die Jungs sind nämlich eigentlich gar nicht mal so schwach. Na los, sterbt. Und wir haben wieder Truppen verloren. Juhu. Oh. Tiny and Big settled a twig. Twig went crack, soon was a smack, as Big Bobby landed on Tiny Tim's back. okay. Get it? No Big Bobby, and Tiny Tim would still be a breathing twig sitter. Right, how clever. Would you please disappear? No. First I make lightning, then comes thunder. What's that supposed to mean? I don't like maniacs, and no disrespect, but you seem to be quite over the hills and far, far, far away. You might be right. You might most certainly be right. Now, here comes lightning! Well, lightning is a proposal, not actual bolts of heavenly energy. Let me introduce myself. I am Renfield Faust, engineer extraordinaire, ferreting sources of primal power in this world and beyond. Can't say I'm pleased to meet you, but I will hear you out if you promise to leave if I'm not interested.
Oh, goody, goody. Grandma's bloody. You must have your demon. I must have mine. But mine is asleep. Must wake him up, you see. And your demon, is it present right now? Somewhere in this room? No, 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 no. The Lord of Sludge I left at home. Well, not left, as in willingly. Mother threw me out, you see. Said I'm mental. Said I'm out of my mind, she said. I suppose I should say something scornful, but believe it or not, I know how it feels to be rejected by a parent. I'm sure it can twist you up plenty, even if I myself have fared pretty well. I will help you if I can. Oh, fine and dandy. Papa's Randy. I have tracked down a most powerful artifact needed to wake the Sludge Lord from his slumber. The Goblet of Goo. A vessel that turns pure water into a foul-smelling, mud-like slurry. But I'm not a fighter, and the road to the goblet is guarded. I can show you where to start if you do the rest. And? I mean, even if I feel for you, you don't expect me to do this for free, do you? Of course not. After lightning comes thunder. I will give you some nice shiny treasures when I return to collect the goblet. Now, off you go! And remember, if in doubt, always follow your hose. Well, even if Mr. Puff is completely nuts, he could actually use some treasures. Go search for a kind of teleportation device close to a ruined house near the water. Bring some fighter minions. It's most likely a wild moose chase, but if not, it's best to be prepared. Okay, das liegt ja gleich auf dem Weg, wie ich gerade sehe. Gut. Oh. Spawn der Helden. Patrouillierende Helden. Okay, das war mal ein komischer Zeitpunkt aus dem. So, ich fülle mal die Trupps hier wieder mal auf. Und ich sollte vielleicht wirklich ein paar von den Schreckensfürsten ausbilden. Ich habe hier genug Platz. Und genug Pilze, um drei Schreckensfürsten mal auszubilden, als Ersatz für gefallene Kämpfer. Ja, aus der Grube in ein Höllenloch. Den Spruch finde ich auch immer toll. Gucken wir mal, wo wir lang müssen. Ich glaube nämlich der Pokal. Oh ja, hier sieht gut aus. Und hier sieht nach Gegnern aus. Na, den können wir kurz hier warten lassen bei den paar Gegnern. Hauen wir erstmal wieder zu drei. Genau. Wow. Rattenmenschen. Eins bei der Skottin Rattenmenschen, die wurde einfach so reinportiert. Okay, nicht so toll. Aber hey, er hält sich, gut. Das ist jetzt ein anderer Squad, oder? Gegen einen Minotaurus. Ich muss ehrlich sagen, den Programmierten, die hat eine ziemlich interessante Idee für die Mission. Da steht der Pokal jetzt auf einmal. Baal, wo bist du? Life. What's the point anyway? Das war jetzt interessant. Eat, sleep, slaughter. So, und was haben wir jetzt dafür gekriegt? Nicht etwa nur 15 Schätze, oder? Okay, ihr geht mal alle drei trainieren. Und die verrückte Lady kann auch mal trainieren gehen. Die Vampirin. Ach. Baal, du solltest nicht so unbedingt
Bevor das der Reihe stehen und moschen.